Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 5. In der letzten Folge haben wir noch schnell das Exekutieren gelernt und haben dann auch geschafft, Pyro Jack zu kriegen, zu rekrutieren und können jetzt hoffentlich mal eine Folge lang kämpfen. Darauf freue ich mich ja schon seit Ewigkeiten. Nom 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 nom. Also jetzt nicht falsch verstehen, ich mag natürlich Story-Dialog und so, aber so nach 10-11 Stunden wird es dann auch jetzt mal vielleicht Zeit, den rollspieltastischen Faktor ein wenig mehr, Moment, ich muss jetzt hier nochmal gucken, ob irgendwas ist, ein wenig mehr in Anspruch zu nehmen. Wir haben des Weiteren auch von Igor das dritte Auge quasi bekommen, erlernt. Mit jenem schaue ich gerade, ob wir irgendwas kaputt machen können, aber dem ist anscheinend nicht so. Oh oh. Oh, oh, das war knapp. Yeah! Okay, da ist wieder Pyro Jack, den haben wir jetzt. Das heißt. Warte mal. Ja, alle schwäche Pistole hier. Ich würde jetzt mal gerne. Information. Nee, Moment. Ich lese immer Break Information. Als wenn ich irgendwie Informationen kriegen könnte, von wegen, hey, da ist eine Truhe oder so. Aber nein. Wir reden mal. Und ich möchte. Geld. Ich bin bereits einen Teil von dir, das hättest du von Anfang an sagen können. Ich werde dich ordentlich behandeln. Die was, ja, ne, ordentlich Geld geben. Du willst Geld. Ja. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, du magst es. Tut mir leid, King Kamoshida, was dich angeht, ich werde das nicht vergessen. Ja, okay, das ist natürlich... Cool, ich frage mich gerade, was gewesen wäre, wenn ich erst Geld verlangt hätte und dann die Person. Also, wenn man die Person das hat, dann sind sie freundlich zu einem. Ohne Widerstand. Level up. Mm. Ja, er hat jetzt ein Level up gekriegt, weil er, glaube ich, beim letzten Mal verreckt ist. Er hat ja keine XP bekommen, ne? Die arme Sau. Rein müssen wir jetzt nicht, aber vielleicht ist das story-relevant. Er hat ja gesagt, wir sollen da mal reingehen. Ja, was ist mit diesem Raum? Das haben wir ja alle schon erklärt. Das ist, ein Sicherheitsraum halt. Also natürlich ein Riss in seiner Wahrnehmung. Ja, ich verstehe es trotzdem nicht. Richtig, aber, ich bin nicht so... Ich hab's nicht so mit Details, aber... Ich glaube, es wird halt ein Ort sein, wo Schatten uns nicht finden können. Ja, das ist das Wichtigste. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Ort hier existieren würde. Vor allem, das fuckt doch mega ab, wenn das die ganze Zeit switcht, ey. Das würde mich total abfucken. Wie willst du denn hier deine Lage besprechen? Was machen wir in diesem Safe-Raum? Pause nehmen, natürlich. Und wir können hier auch über Zeugs reden, ha? Die sind wichtig. I guess, also die Räume. Ich schätze, dann ruhe ich mich halt auch aus. Sag mir Bescheid, wenn ihr bereit seid, um weiter... Wenn du Bescheid bist, um weiterzugehen, lalala. Joker. Ja. Okay, jetzt passiert es aber komischerweise nicht mehr. Consult. Okay, dann lass mal hier unsere aktuelle Situation begutachten. Wie sieht's mit dem Fortschritt aus? Ja. Hey, wir haben uns ganze zwei Räume weiter bewegt. Glaubst du, der Schatz ist weit weg? Sind wir nicht erst hier reingekommen? Nach dem Schloss nach zu urteilen, so wie das Schloss aussieht, haben wir wahrscheinlich noch einen weiten Weg. Ich kann immer noch nicht glauben, dass eine Handy-App uns quasi zu so einem Ort gebracht hat. Nicht alle von uns brauchen die App, weißt du? Diese Katze kann einfach, ja, aus einem Stück hier reinkommen. Ich bin keine Katze. Also, warte mal, was ist los hier mit diesen Soldaten, die Kamoshida beschützen, dienen? Sie verwandeln sich in seltsame Monster, wann auch immer wir sie bekämpfen. Oh, du redest von den Schatten. Was sind Schatten? Ja, ich habe mich auch gefragt, was diese Wachenkumpels sind. Was ist mit denen los? Ich könnte es auch klären, aber es wäre kompliziert. Möchtest du es hören? Jetzt gerade nicht, aber es wäre schon gut, ja.
Gut zu wissen! In das every human's heart lies the true person. Ja, tief im Inneren eines jeden Menschen steckt ihre wahre Persönlichkeit, ihre Schatten. Moment, die wahre Persönlichkeit eines Menschen ist der Schatten. Okay. Also es ist nicht wirklich, dass die Wachen in diese Dinge transformieren, sich da verwandeln, sondern das sind ihre ursprünglichen Formen. The reason they look like gods and other was because they're spawned from a human. Der Grund, wieso sie wie mythische mythologische Sachen aussehen, kommt daher, dass sie von der Psyche der Menschen entstanden sind. Also die Menschen, die sagt ja quasi gerade, dass die wahre Form, der wahre Charakter eines Menschen mental aussieht wie ein mythischer Gott, dass ich quasi, was weiß ich, Ares metaphorisch in mir hab. Wow! Aber warte, was machen sie in überhaupt in Kamoshidas Schloss? Ha, schätze, dass dieses verzerrte Schloss sie halt anzieht. Sobald sie hier sind, ändern sich ihre Formen und sie werden unterwürfige für den Palastherrscher. Also quasi die inneren wahren Persönlichkeiten eines Menschen sind im Menschen, aber auch in dieser Parallelwelt. Und in dieser Parallelwelt laufen sie rum und haben dieses Schloss gesehen und haben sich von diesem Schloss dass die wahre Form ja böse ist, haben sie sich von diesem bösen Herrscher angezogen gefühlt und wurden dann seine Untergebenen. Alles klar. Wenn du drüber nachdenkst, ist der Palastherrscher auch nur ein Schatten von jenem, welcher ihn auch immer besitzt. Der Schatten Kamoshida ist einfach nur ein Schatten vom Kamoshida. Ja. Vielleicht haben diese Orte etwas mit den Orten in unserem Verstand zu tun. Oder dem kollektiven Unterbewusstsein. Ja, also quasi das, was ich gerade gesagt habe. Oh, okay. Deep Shit. Warte mal, das macht er gerade so. Oh, okay. Warte, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich hatte so ein Gefühl, dass du das sagen würdest. Well, you don't need to think. Muss nicht so hart drüber nachdenken. Sie sind Feinde. Also vernachlässigt nicht eure Verteidigung, okay? Ja. Ist ja sonst was, was du besprechen willst? Wie geht's jedem? Ich kann weitermachen. Ich glaube, die anderen sind auch okay. Jeder scheint immer noch energiehaftig zu sein. Ich glaube, wir können weiter erkunden. Wenn du dich danach fühlst. Sonst was? Ja, weitermachen. Ja, wenn jetzt irgendjemand wahrscheinlich keine Magiepunkte mehr hätte oder so, hätte er sowas gesagt wie, ach, ich bin müde oder so. Oder wenn jemand tot wäre. Ach ja, by the way, ich bin übrigens tot. Wir sollten heute aufhören, damit ich mich regenerieren kann. Das ist nur so ein Vorschlag. Berücksichtige es vielleicht. Ja, der Schatz wartet. Okidoki. So, nachdem wir uns einen Snickers gegönnt haben, kann es weitergehen und endlich mal eine... Oh nein, wieder Textbox. Eine Ortschaft, die wir noch nicht erkundigt haben. Ja, wir waren hier noch nicht. Also halt die Augen auf für alles Verdächtiges, was auf dich zukommt. Wie zum Beispiel dieser Feind da. Ich glaube, er ist verdächtig. Auch wenn ich schon zuvor welche gesehen habe. Nee, Moment. War das jetzt schlau? Nee, der hat mich nicht gehört. Okay, interessant, interessant. Es gibt auch, um jetzt nochmal wieder auf die Amazon-Rezension zurückzukommen, da gab es auch Leute. Okay, warte, wir gucken erstmal. Pistole, Eis. Blitz. Pistole, Eis, Blitz noch nicht getestet. Pistole. So, jetzt. Genau, das würde ich doch gerade sagen. Jetzt würde ich doch ganz gerne meinen Zug abgeben. Oh, und der den Handschlag abkriegt, der wird dann noch stärker.
für den Moment, für die Aktion. Man muss dann natürlich erstmal den Handschlag lernen. Raven can Baden pass to her and from anyone who has learned the skill. Raven can Baden pass to and... Ja, genau. Ne? Jeder, der es kann, kann sich gegenseitig die Hand geben, quasi. So. Kann ich das denn jetzt aussuchen? Oder wahrscheinlich, weil sie jetzt als nächstes dran ist. So, sie kriegt jetzt meinen Zug, weil ich mit meinem Charakter momentan nicht mehr machen kann. Und wird dann dementsprechend Feuer einsetzen. Gut. War jetzt keine Schwäche, aber hat viel abgezogen. Und da sie jetzt ursprünglich sowieso dran gewesen wäre, ist sie jetzt nochmal dran. Und im besten Fall besiege ich den jetzt und kann die andere verhören. Das hat jetzt nicht funktioniert. Aber so. Ah, es funktioniert nicht. Okay, dann stirb halt. Keine Ahnung, wieso es jetzt nicht funktioniert hat, aber okay. Ja, was ich jetzt sagen würde, es gab auch Leute, die sich beschwert haben, dass die Level schlauchartig sind. Was ich lustig finde, weil die Leute, die das gesagt haben, haben auch gleichzeitig gesagt, dass die Persona 3 und 4 gespielt haben und das, ja, Kinderspiel. Und, das Lustige ist halt, dass man in Persona 3 und 4 random Dungeons hatte. Also sprich, das war alles zufallsgeneriert, das sah alles hässlich aus und das war auch schlauchig. Und hier ist alles handgemacht. Es ist nicht zufallsgeneriert. Das ist natürlich trotzdem irgendwo schlauchig. Macht aber auch Sinn. Ein Schloss ist nicht wie ein freies Feld. Aber das fand ich nur lustig. Dass die Kritik macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber okay. Also ich baller natürlich. Weil warum nicht, ne? Das ist ja ziemlich praktisch, würde aber trotzdem weiter oder out machen, weil ich glaube, dass ich immer noch nicht ein hohes Level habe. Ich spekuliere irgendwie auf Level 7 bei den Kerlen, weiß aber auch nicht warum. Und dann finishen wir sie. Ah, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. 4 XP, 103 Money, ein bisschen Gegenstände, Level 5, New Skill. Ja, deine physische Attacke gelernt und dann als nächstes lernt der Tarukaja, das erhöht, glaube ich, die Angriffskraft. Das war so einfach wie gehen oder so, hat er gesagt. Was gibt's denn hier? Komme ich nicht, da nicht vorbei? So. Ist auch ganz cool, weil die Musik leise ist und dadurch leise wird und so. Also man merkt wirklich, dass er sich kontrolliert. Also das war jetzt, das ist wieder mal kein Feature, was so am Rand implementiert wurde, sondern das hat auch Style. Das wollte ich damit sagen. Mach mal kaputt hier. Perle, ja, das sind alles Sachen, die ich dann... Ist hier noch was? Ne, Sachen, die ich dann... Ach so, ich hätte quasi theoretisch auch so und dann die von da angreifen können. Ja, das sind wahrscheinlich alles wieder Sachen, die ich dann für Infiltrationssachen und so bauen kann. Ich meine, hier, natürlich, das ist Schlauch, aber ich finde das realistisch in dem Schloss und das sieht gut aus, es ist nicht zufallsgeneriert. Besser hätte es den Teil gar nicht treffen können. Also einen Nachfolger. Ich verstehe die Leute nicht. So, hier. Ich gesehen. Er hat mich gesehen und der... What the fuck? Ewig, der mir lang gelaufen ist. Oh mein Gott. Feuer. Ich muss Feuer testen. Are you running through? Hold on. Oh man. Warte mal. Im Moment, wer ist denn jetzt dran? Wieso kann ich denn lang einsetzen? Kann er das auch? Physical Schaden. Dia. Ganz ruhig, ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl in der Situation. Hat keine Resistenz, also können wir das schon mal... Moment, ich habe doch die andere Persona. You never see it coming. Then my mind is too fast for ice. Feuer! Schwäche, super. Direkt tot, good job.
heißt, das war nicht Tutorial gebunden. Die Leute werde ich nicht bezirzen können, weil sie einfach zu schwach sind. Aber dann brauche ich sie auch nicht, ganz ehrlich. So muss man das ja auch mal sehen. Man braucht nicht unbedingt jede Person. So wurde aus einem Hinterhalt eine Art Präventivschlag, eine Präventivrettung dank der neuen Persona. Okay. Hat mich aber schon erschreckt, das sieht echt gruselig aus, wenn sie einen finden. Das haben sie auch super gemacht, man fühlt sich sofort unter Druck gesetzt. Ich dachte, er lehrt mich hier vielleicht mal das, was ich will, aber er macht's nicht. Vielleicht kommt das ja noch später. Oh, nix. Ist auch was zum Fusionieren. Huh. Boxy. Oh, schick, schick. Sieht ein bisschen kaputt hier aus. Hm. Sehr, sehr gut. Und wären wir dann quasi in der zweiten Etage. Da kann ich nicht hin. Kann ich die Kamera nach oben bewegen? So ein bisschen, okay. Oder hier, lässt du es mich hier... Ja, jetzt bringt das mir endlich bei! Verdammt, ja, hier ist auch eine Wache. Oh, ich wir können ihn ja einfach von hinten fertig machen. Bin mir sicher, du willst es natürlich so machen, aber es gibt noch eine stylische Route. Siehst du diese Sofa da? Versteck dich dahinter, damit du näher an den Feind rankommst. Genau das wollte ich die ganze Zeit gelernt kriegen. Sobald er in Reichweite ist, kannst du seine Maske abreißen. Wow, das klingt ziemlich cool. Hey, das ist kein Film. Joker, with your poise, you should be able to pull it off. Ja, mit deiner Stärke quasi, mit deinem Talent wirst du das ja machen können. Jetzt! Jetzt können wir das endlich machen. Near cover, press X to hide behind from there you can check, ja. While behind cover you can adjust, genau, linken Stick bewegen, Kamera bewegen. If there's another hiding, aber es geht natürlich nur an speziellen Orten und wenn der ein anderer in der Nähe ist, können wir X drücken und dann geht er dahin. Wenn du in der Nähe von einem Feind bist, kannst du ihn natürlich von hinten angreifen. Hiding behind cover, make good use, this is gain the advantage, where be avoided, cover cannot be used if enemy is already... kann natürlich nicht benutzt werden, wenn ein Feind dich bereits gesehen hat, das macht natürlich Sinn. Jetzt kann ich das endlich machen. Holy fucking shit. Und das macht er ziemlich schnell und geil. Das muss ich ihm lassen. Das wollte ich doch lernen, ey. Hey. Sind das nicht diese Töpfe, die ich schon habe, oder sind das andere Töpfe? Nee, dadurch, dass ich den habe, sehe ich auch, was der für eine Schwäche hat. Wind. Das heißt, ich brauche auch nicht bezirzen. Könnte aber von dem Geld abschlagen. Würde aber keine Erfahrungspunkte kriegen. Ich will natürlich Erfahrungspunkte. Blitz kann ich nicht machen, physisch. Ich muss... Es betrifft die Frage, merke ich mir das, was ich nicht machen kann oder das, was ich machen soll? Wir merken uns einfach Wind. Und greifen physisch an. Ich habe ja eh Präventivschlag. Genau, so. Ob ich doppeltes Geld kriege, wenn zwei der gleichen Art am Boden liegen? Komm. Gib mir Geld. Oh, du bist es. Okay, ich helf dir. Du bist Geld. 425. Das ist mein Schatz, aber hier, ich möchte, dass du es hast. Oh, du weißt aber, dass Kamoshida schon stärker ist als das, richtig? Ja, sie gehen beide, alles klar. Das ist in Ordnung. Ich weiß nicht, jetzt wo ich die Preise gesehen habe, hätte ich... Ich krieg ja trotzdem XP. Ich irgendwie Geld haben. Ich krieg ja... Habe ich das gerade gesagt? Ich krieg ja trotzdem XP, ja. Von daher... Ob ich dann mehr XP gekriegt hätte... Oh, guck mal, siehst du, das hätte ich jetzt tatsächlich übersehen. Ist da rein? Sag mir, ich bräuchte... Dietrich? Nein, ich komme nicht rein. Oh,
Wir müssen einen anderen Weg finden. Oh, das war knapp. Das war's. Okay. Kann ich den. Hätte ich den trotzdem überraschen können, auch wenn er mich anguckt? Hm, sah so aus. Oh, guck mal. Das könnte eine Heil-Wind-Tante sein. Ach, hier sehen wir auch Max HP und Max SP. Eine Ärger-Unruhestifterin. Unruhestiftendes Hausmädchen. Ja, versuchen wir doch mal unser Bestes. Oh, sehr, sehr gut. Bam. Ja, ich würde mal sagen, wir versuchen doch direkt mal sie zu kriegen, oder? In der nächsten Folge von Let's Play Persona 5, würde ich mal sagen, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.